an entlegener Stelle, in des dunklen Mark, im Schutz verborgener Helle, beim Turm von dem Sarg, Alfdant, der Ort des Durchbruchs, des ersten Eindringens, der Erschließung. Alfdant. Steigt ins tiefste Tief hinunter. Schwarzweite liegt sogleich darunter. Der Spruch ist cool. Doch nicht jeder kann diesen Ort betreten. Niemand außer Septimus kennt den verborgenen Schlüssel. Nur mit diesem kann's gelingen, das Schloss zu öffnen, um unter den Todesfels zu springen. Wie komme ich rein? Also den Alfdant ist die Dwemer-Ruine, deren Eingang wir nehmen sollen. Zwei Dinge habe ich für euch. Zwei Formen. Eine Kaffee, eine Runde. Eckige soll ins Runde. Die runde Form dient zum Stimmen. Die Musik der Dwemer ist leise und subtil. Sie wird benötigt, um ihre raffiniertesten Tore zu öffnen. Das kantige Lexikon dient der Beschriftung. Für uns ist es nur ein Stück Metall, für die Dwemer eine ganze Bibliothek des Wissens. Doch leider leer. Findet M'Sarg und seine Himmelskuppel. Die Apparaturen dort werden die Schriftrolle lesen und den Würfel mit dem Wissen füllen. Vertraut Septimus, er weiß, dass ihr es wissen könnt. Septimus ist sowas von cool. Ich bin allerdings kurz AFK. So, Leute, hier sind wir wieder. Grabt, Dwemer, und wir machen weiter mit den Dialogen von Septimus. Was mache ich mit dieser Kugel? Die tiefsten Türen der Dwemer lauschen dem Gesang. Sie spielt diejenigen Noten, die der Öffnung dienen. Hört ihr es denn nicht? Ist es zu leise für eure Ohren? Jetzt hör doch mal. Und mit diesem komischen Kubus? Ein Blick auf die Welt im Inneren einer Schriftrolle der Alten kann die Augen schädigen. Oder auch den Verstand. Wie im Falle von Septimus. Die Dwemer fanden ein Hintertürchen, so wie immer, um das Wissen zu fokussieren, heraus und hinein, ohne Schaden anzurichten. Okay. Legt das Lexikon in ihre Vorrichtung und lenkt den Fokus der Kenntnisse dort hinein. Erglüht es dann in hellem Schein, so bringt es zurück, auf das Septimus von neuem lesen möge. Diese ganzen Reime darin. Was willst du mit der Elder Scroll tun? Ohoho, wie achtsam, wie schlau es ist, Septimus zu fragen. Diese Dwemer-Schatulle, betrachtet sie und rätselt. In ihrem Inneren ist das Herz einer Gottheit, euer Herz und meines. Doch es wurde versteckt. Nicht von den Zwergen, wisst ihr. Die waren bereits fort. Es war jemand anderer. Unbemerkt. Unbekannt. Er fand das Herz und dann mit einem Gespür für Ironie bediente er sich zwergischer Tricks, um es wegzusperren. Die Schriftrolle gewährt die tiefe Sicht, die zum Aufsperren notwendig ist. Denn nicht einmal die stärksten Machenschaften der Dwemer können der allumfassenden Sicht trotzen, die eine Schriftrolle der Alten verleiht. Also, Moment mal, du kannst aber... Ist das dein Ernst? Schieb mich doch nicht von ihm weg. Du kannst jetzt aber nicht meinen, dass das Herz von Lorcan ist. Das würde mich sehr überraschen. Also irgendein Herz, Was ist ein Elder Scroll? Wäre vielleicht ganz lustig, die Erklärung von ihm zu hören. Wie ungeduldig sie ist. Seht ihr nach links, blickt ihr in eine Richtung. Seht ihr nach rechts, blickt ihr in die andere. Doch keine davon wiegt schwerer als das Gegenstück.
Doch die Schriftrollen der Alten, im Strom der Zeit, blicken sie nach links und rechts. Zukunft und Vergangenheit sind eins. Manchmal blicken sie gar nach oben. Was sie dann wohl sehen? Was wäre, wenn sie untertauchen? Oh, dann beginnt der Wahnsinn. Das war sehr ungenau. Beziehungsweise, es wird schon klar, was gemeint war, aber irgendwie nicht. Das ist, wie wenn ich einen Aufsatz schreibe. Okay, wir begeben uns also zur Schwarzweite, um genau zu sein, zu Alftant, was wahrscheinlich markiert wurde, richtig? Alftant dürfte ja eigentlich hier sein. Hier bei der Schwarzweite. Wahrscheinlich ist die Quest aber nicht markiert. Doch, tatsächlich. Transcribe the Lexicon. He doesn't care about the scroll itself, but wants me to use some kind of machine there to... Südwestlich von Winterhold ist Alftant. Und es gibt tatsächlich keinen Questmarker ausnahmsweise mal. Oh doch, es gibt einen, ich habe ihn nur übersehen. Ja, dachte ich mir. Also, auf nach Alftant, dem östlichen Eingang. Gehen oder in eine Höhle, nur weg von hier. Bleibt weg von der Akademie. Das spart euch zusätzlich. Entschuldigung, ich wollte dich nicht ansprechen. Ich wollte dich eigentlich reiten, weil ich dachte, du wärst mein Pferd. Auf nach Alftant. Ich finde Orte, die Alf im Namen haben, irgendwie recht witzig. Allein dadurch. Hier dürften wir jetzt am Schrein von Asura vorbeikommen. Die Quest dort werde ich, denke ich, eher in Requiem machen, weil es dort mehr Spaß machen dürfte und mehr Sinn ergibt. Aber gehört auf jeden Fall wohl zu den etwas cooleren Quests. Oh, eine Ziege. Gehe ich wirklich einen langen Umweg oder... Ja, aber ich muss ihn gehen. Ich kann nicht immer querfeldein. Man muss auch mal querfeldaus. Okay, tun wir das. Was hat es mit euch auf sich? Wir müssen den Weg nach Einsamkeit finden. Den Weg nach Einsamkeit finden. Der Weg nach Einsamkeit ist die Scheidung. Lol. War nicht witzig, oder? Nee. Warte mal, ich lese mal die Reviews durch. Nee, war wohl nicht witzig. Das hier ist eine Abkürzung. Und das hier ist definitiv eine Abkürzung. Mein Pferd jetzt so... Bergziegen warten auf uns. Es sah so aus, als wäre da ein Gebäude, aber es war doch nichts. Oh, nee! Nee, nicht diese Viecher. Auf diese Viecher habe ich sowas von keinen Bock. Keinen Bock einfach. Echt nicht. Diese Viecher... Ich hasse sie. Das sind so Eisgeist. Ich glaube, sie heißen Eisgeist. Ich nenne sie aber lieber Scheißgeist, weil ich hasse sie. Guck, das machen die mit mir. Das machen die mit mir. Und dann shakt der ganze Screen. Nein, ich habe keine Ahnung, woran das jetzt lag. Was? Wieso kommen da Steine angerollt? Krass. Wie mir die Umgebung eine Falle stellt. So, ich rüste mal wieder Dawnbreaker aus. Keine Ahnung, wieso ich das nicht ausgerüstet hatte. Nur, aber nur so können wir mal sehen, was ihr könnt. Die Ziegen bezwingen. Alles klar, da wäre wohl ein Drachenschrei zu finden. Ist ja meistens dort. Ach nee, bitte Pferd, stirb mir nicht schwäch. Diese Gegend hier ist irgendwie so schön gelungen. So schön sogar, dass ich finde, wir sollten sie bei Tag sehen. Wobei sie bei Nacht tatsächlich auch sehr schön ist, aber ich weiß ja, wie das dann auf YouTube wird. Mit Nacht und so. Okay, so viel Tag wollte ich auch nicht.
gut. Diese Gegend hier ist einfach super. Und ich glaube, dass da könnte auch schon der Turm sein. Wobei ich glaube, das ist... Nee, das ist Alftand. Genau, hatte ich, glaube ich, in der ersten Staffel meines Skyrim LPs ziemlich verzweifelt gesucht. Und ich hatte dort auch nicht gerafft, dass dieser Turm hier, glaube ich, nur der Rückweg ist, richtig? Ja, man kommt dort nicht rein und man muss den Hebel drinnen drücken, um ihn zu öffnen. Die eigentliche Ruine ist, wenn ich mich richtig erinnere, ungewöhnlich weit entfernt. Oder ich war damals einfach nur blind. Überleben wir das? Anscheinend. Wie sie es gefaked hat. Wie sie gefaked hat, dass sie keinen Schaden bekommen hat. Okay, wir machen das nochmal. Wir haben ja einen Zauber für diese Fälle. Wir haben ja Sir... Habe ich nicht hier drin. Aber Sir Drop Zone. Und es wäre wahrscheinlich schneller gewesen, außen rum zu gehen. Aber jetzt geht es irgendwie ums Prinzip. Drop Zone. Nein. It's a trap. Oh, scheiße. Jetzt da reinfallen. Was? Also, der eigentliche Effekt von Drop Zone ist, dass man keinen Schaden bekommt, wenn man in diese Zone reinfällt. Vielleicht müssen wir in diesem Fall wirklich besser außen rum gehen. Ich meine, wenn ich mir so angucke, das war jetzt viel schneller. Aber Hauptsache erstmal mit irgendwelchem arkanen Scheiß kommen. So, Alftand. Das könnte... Alftand Glacial Ruins. Könnte zu Dwemer-Ruine führen, könnte aber auch eine andere Dungeon sein. Ein anderer Dungeon. Nee, aber wir sind richtig. Okay, Dawnbreaker ist ausgerüstet. Ansonsten hätte ich gern meinen Lieblingszauber. Den ich leider gerade nicht finde. Warp. Da ist er doch. Wie cool das schon wieder aussieht. Diese Verwebung von drei Architekturen. Teilweise Holz, teilweise Dwemer. Ich weiß, dass ihr es für euch haben wollt, Jusar. Ihr wollt es immer wieder für euch allein. Und teilweise dieses Eis. Und dann solche Sachen hier. Diese Rohre, durch die einfach immer noch Wasser fließt. Also für Dwemer-Fans ist dieses Add-on definitiv großartig. Auch diese eine Nebenquest, die wir am Anfang des LPs gemacht hatten, wo wir den nutzlosen Schild bekommen haben, der sicherlich nicht nutzlos ist, aber halt für mich, weil ich keine Schilde benutze. Da war ein Zauberbuch. Nein. Oh! Wer ist da? Ja, siehst du doch. Guck doch hin. Das wird euch eine Lehre sein. Das wird ihnen eine Lehre sein. Wer ist das? Oh nee. Das hätten wir geschafft. Ich glaube ja irgendwie, dass wir, also ganz ehrlich, ich glaube irgendwie, dass wir im Kreis gelaufen sind. Bei möglicherweise nicht. Wer ist das, Bruder? Ein weiterer Glatthäuter, der nach Essen sucht? Aber der hier war nicht zusammen mit uns gefangen? Was war das? Woher seid ihr gekommen? Wieso ist Jazar tot? Wenn du mit ihm redest? Oder... Oh, nee! Serana hat ihn wiederbelebt! Freu dich doch! Das war komisch. Two-Handed bringt uns leider nichts.